2150 Billionen Liter. So viel Grundwasser haben wir in nur 17 Jahren aus der Erde gepumpt. Das ist so viel, man könnte damit den Bodensee einfach bis zu 50 Mal füllen. Laut einer neuen Studie aus Südkorea hat sich dadurch sogar die Erdachse verschoben und ironischerweise ist sogar der Meeresspiegel dadurch angestiegen. Wie das passieren konnte, wie groß der Einfluss von uns Menschen auf die Erdachse wirklich ist und welches noch viel größere Problem die Verschiebung zeigt, das klären wir heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! Eigentlich ist die Neigung der Erdachse ziemlich stabil. Also derzeit liegt sie bei etwa 23,5 Grad. Warum das so ist, dafür müssen wir einmal in die Vergangenheit gucken. Vor etwa 4 Milliarden Jahren ist unser Sonnensystem gerade erst entstanden und es gab noch ziemlich viel Chaos. Die Forschung geht davon aus, dass in der Zeit ein marsgroßes Objekt namens Theia die Erde getroffen hat. Dabei hat sich die Erdachse geneigt und Material von dem Objekt und vom Erdmantel sind ins All geschleudert worden und so ist unser Mond entstanden. Heute stabilisiert er die Erdachse und gleicht so die Gravitationskräfte von Sonne, Saturn und Jupiter aus. Dass so ein Rieseneinschlag die Bewegung der Erdachse beeinflusst, das kann man sich ganz gut vorstellen. Wie es funktioniert, dass wir Menschen mit dem Grundwasser einen ähnlichen Effekt auf die Erdachse haben, dazu kommen wir gleich mal. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Neigung der Erdachse ist nicht immer genau bei 23,5 Grad. So wie es jetzt ist, ist es nur alle 20.500 Jahre. Die Neigung der Erdachse, die schwankt nämlich in einem Zyklus von etwa 41.000 Jahren zwischen 22 Grad und 24,5 Grad. Mit 22 Grad steht sie dabei vergleichsweise am aufrechtesten und mit 24,5 Grad eher schief. Pro Jahr wandert die Erdachse um etwa 10 cm. Und dieser Wechsel ist Teil der sogenannten Milankovitch-Zyklen. Die erklären Schwankungen in der Umlaufbahn der Erde und den Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten. Insgesamt gibt es drei Milankovitch-Zyklen. Erstens natürlich die Neigung der Erdachse, die man auch Obliquität nennt. Zweitens die Präzession. Man muss sich die Erde vorstellen wie so einen drehenden Kreisel. Dadurch ändert die Erdachse ihre Position in Zyklen von 26.000 Jahren. Und drittens ist dann noch die Exzentrizität. Die Erde bewegt sich ja nicht auf einer perfekten Kreisbahn, sondern als Ellipse um die Sonne. Und die ist mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Das wechselt in so Zyklen von 100 bis 400.000 Jahren. Zusammen haben die Milankovitch-Zyklen großen Einfluss auf zum Beispiel unser Klima. Die Neigung, die beeinflusst dabei vor allem das Wetter, die Tageslänge und die Jahreszeiten. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, denn zum Beispiel, wenn die Nordhalbkugel zur Sonne geneigt ist, haben wir bei uns Sommer und ist sie abgeneigt, dann haben wir bei uns Winter. Und das allein zeigt ja schon, dass diese Neigung dafür entscheidend ist, dass wir die Jahreszeiten haben. Und wenn die sich verändert, hat das natürlich einen Effekt. Ja, jetzt gibt es halt diese Schwankungen und diese Schwankungen der Erdachse, die sind auch erstmal natürlich. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Also die Milankovitch-Zyklen, die kennen wir ja schon. Ein anderer wichtiger Grund sind Massebewegungen. Also immer dann, wenn Masse auf oder innerhalb der Erde umverteilt wird, hat das Einfluss auf die Erdachse. Die meisten Umverteilungen, die haben dabei ganz natürliche Ursachen. Also kleinere Schwankungen der Erdachse kennt man als sogenannte Chandler-Wobbles. Durch Winde, Meeresströmungen oder Schwankungen des atmosphärischen Drucks eiert die Erde nämlich so ein kleines bisschen. Und wirklich groß ist der Einfluss der Chandler-Wobbles deswegen auch nicht. Die Mantelkonvektion, die gehört dagegen zu den etwas einflussreicheren Schwankungen. Also hier wird der Erdmantel langsam umgewälzt. Und das passiert durch den Wärmetransport. Also dabei sinkt kühleres, dichteres Material zum Erdkern ab und heißeres, weniger dichteres Material steigt auf. Und dadurch kommt es auch zur Massenumverteilung und Plattentektonik. Wie stark die Mantelkonvektion die Bewegungsrichtung der Erdachse von 1900 bis zum Jahr 2000 beeinflusst hat, zeigt dieses Modell der NASA. Einzelne schwerere Erdbeben können dabei sogar schon die Erdachse auf einen Schlag verschieben. Zum Beispiel am 11. März 2011, da hat es so ein Erdbeben in Japan gegeben. Das Beben mit der Stärke 9,0 war das fünftgrößte seit dem Jahr 1900 und hat die Erdachse einfach mal um 17 cm verschoben. Das ist übrigens auch das Erdbeben, das damals einen Tsunami und die Fukushima-Katastrophe ausgelöst hat. Lange hat man vor allem den Rückgang der Eisschilde und Gletscher mit der Verschiebung der Erdachse verbunden. Vor 21.500 Jahren hatten die Eisschilde und Gletscher ihre größte Ausdehnung bis weit in die mittleren Breiten. Das war während der letzten Eiszeit. Die Last vom Eis hat dann diese Landmassen ziemlich eingedrückt. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Matratze. Also es wurde runtergedrückt, weil man sich draufgesetzt hat sozusagen. Ja, und wenn jetzt diese Last weggeht, man sozusagen aufsteht, dann stellt sich ja diese Ursprungsform wieder her. Und in etwa so passiert das mit den Flächen, auf denen vorher noch Eis war. Durch diese Entlastung ist zum Beispiel Skandinavien bis heute einfach mehr als 300 Meter aufgestiegen. Dazu kommt noch, dass das geschmolzene Eis ja abfließt und sich die Wassermassen aus den Eiskappen in die Ozeane verlagern. Laut Forschern war der Rückgang des Gletschereises im 20. Jahrhundert für etwa ein Drittel der Verschiebung der Erdachse verantwortlich. Und das Gletscherschmelzen aktuell verstärkt diesen Effekt noch
natürlich nochmal deutlich. Eine Studie von 2021 hat gezeigt, dass die Eisschmelze in den 1990er Jahren der Hauptgrund für die Wanderung der Erdachse war. In dem Zuge haben sich riesige Mengen Wasser aus dem Eis in die Ozeane verlagert. Die NASA wird dann nochmal ein bisschen konkreter. Haupttreiber sei wegen seiner Lage nämlich vor allem das grönländische Eis. Liegt eine Masse nämlich näher am Pol und wird dann umgelagert, hat das einen größeren Einfluss, als wenn die Masse weiter vom Pol entfernt liegt. Und nur damit ihr mal so eine Zahl dazu habt, durch diesen Temperaturanstieg sollen allein im 20. Jahrhundert rund 7500 Gigatonnen Eis von Grönland in den Ozean gelangt sein. Das ist etwa das Gewicht von 20 Millionen Empire State Buildings. Und das ist ja etwas, was man durchaus auch den Menschen zuordnen kann. Und hier hört der Einfluss von uns Menschen auf die Erdachse gar nicht auf. Eine neue Studie zeigt nämlich, allein durch unsere Grundwassernutzung verschiebt sich die Erdachse jährlich um mehr als 4 Zentimeter. Jedes Jahr pumpen wir nämlich 2 bis 3 Mal so viel Wasser aus der Erde, wie zum Beispiel im Bodensee drin sind. Laut einer Modellrechnung der Forscher wurden so zwischen 1993 und 2010 2150 Gigatonnen Grundwasser abgepumpt. Die Studie zeigt auch, wo es die größten Grundwasserverluste gibt. Und da liegen die Schwerpunkte einmal im Nordwesten Indiens und im Westen der USA. Warum gerade da so viel Grundwasser verbraucht wird, dazu kommen wir gleich. Aber vorher nochmal, wohin geht denn jetzt dieses ganze abgepumpte Grundwasser? Weil das ist wirklich entscheidend. Genau wie beim geschmolzenen Eis verlagert sich das abgepumpte Grundwasser am Ende in die Ozeane. Darum beeinflusst das abgepumpte Grundwasser auch den Meeresspiegel. Und wie sich dadurch die Masse verlagert, kann man an dieser Karte hier auch ganz gut sehen. Alles, was so orange-rot ist, ist ein Meeresspiegelanstieg von ca. 6 mm. Da, wo es eher blau ist, ist der Meeresspiegel aber um bis zu 5 mm gesunken. Also auch in etwa da, wo am meisten Grundwasser abgepumpt wurde. Das heißt, das ist eine Massenverlagerung. Wie sich dadurch die Erdachse verschiebt, sieht man wiederum auf dieser Karte. Und an der Stelle möchte ich das nochmal sagen. Was sich da gerade verschiebt, ist jetzt nicht der Winkel. Der verändert sich ja zyklisch. Bei der Verschiebung geht es um die Richtung, in die sich die Erdachse bewegt. Und die gestrichelte blaue Linie zeigt jetzt, wohin sich die Erdachse bewegen würde, wenn dieses abgepumpte Grundwasser keinen Einfluss hätte. Die rote Linie zeigt hier aber, in welche Richtung sich die Erdachse wirklich verschiebt. Und das korreliert halt viel mehr mit der durchgezogenen blauen Linie. Und die zeigt eben, was die Forscher ausgerechnet haben. Nämlich, wohin sich die Erdachse bewegt, weil wir so viel Grundwasser abpumpen. Und ganz kurz, wir reden hier ja häufiger mal darüber, wie wir Menschen unseren Planeten beeinflussen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und diesen Kanal hier auch noch supportet. Also, jetzt muss man aber sagen, ja, man kann zwar messen, dass der Mensch über das Grundwasser die Richtung der Erdachse verschiebt, aber so groß ist dieser Einfluss jetzt auch nicht. Im Alltag hat diese Achsenverschiebung für uns keine spürbaren oder negativen Folgen. Schon mal gute Nachrichten. Das mit dem Grundwasser aber natürlich schon. Weltweit gelten rund 1/3 aller Grundwasserreservoire als übernutzt. In Nordindien zum Beispiel nutzt man das meiste Grundwasser für den Reis- und Weizenanbau. Und laut Forscherinnen und Forschern können hier schon die Umstellung auf weniger wasserintensive Getreide einen Unterschied machen. Sogar eine teilweise Erholung des dortigen Grundwasserreservoirs hält man für möglich. Im Westen der USA ist die Sache noch ein bisschen komplizierter. Das öffentliche Wassersystem basiert hier nämlich teilweise auf Grundwasser. Außerdem betreiben Millionen Haushalte so private Trinkwasserbrunnen. Und auch Landwirtschaft pumpt viel Grundwasser ab. Und das Problem dabei ist, im Vergleich zum Oberflächenwasser ist die Grundwassernutzung in den USA nicht wirklich gut reguliert. Es ist auch gar nicht so klar, wo hier jetzt genau Grundwasser entnommen wird, aber inzwischen melden immer mehr Haushalte, dass ihre Brunnen einfach ausgetrocknet sind. Und deswegen wird jetzt davor gewarnt, dass man einfach immer weiter Business as usual macht. Das sollte man nicht tun. Denn wie gesagt, der Grundwasserverbrauch im Westen der USA verschiebt nicht nur die Erdachse, sondern gefährdet halt auch die Wasserversorgung. Und das ist halt nicht nur ein Problem in den USA, sondern auch zum Beispiel in Deutschland. Und das hatten wir ja schon mal in einem Video hier auf dem Kanal. Das findet ihr hier. Und hier gibt es noch ein Video, wo es um das Innere von der Erde geht, und zwar den Erdkern. Was da gerade passiert, seht ihr in dem Video. Also schaut da vorbei und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jakob.